Die Sendung wird präsentiert von iDynamics, der innovative Softwarepartner für Unternehmen in der Bau- und Gemüsebranche. In letzter Zeit höre ich immer wieder Leute, die erzählen, wie viele schwere Sachen sie aufs Mal erleben. So à la «Ein Unglück kommt selten allein». Die sagen dann, das sind mir zu viele Baustellen aufs Mal, ich kann jetzt dann nicht mehr, wenn es so weitergeht. Ich treffe heute das Ehepaar Gaffner, das genau das erlebt hat. Die beiden, die legen eine unglaubliche Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, an den Tag. Bei Gaffners fragt man sich echt, wie schaffen sie das bloß, mit so vielen Schicksalsschlägen umzugehen. Beide könnten nämlich schon tot sein. Wie viel verträgt denn eigentlich eine Ehe oder eine ganze Familie, ohne dass sie kaputt geht? Ich bin hier am Wohnort von Gaffners, Zafnern im Berner Seeland. Ich treffe jetzt im Burger Café zuerst Caroline, die vor noch nicht allzu langer Zeit eine Weile da gearbeitet hat. Später kommt dann auch der André, ihrem Mann, dazu. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch. Caro, was du und dein Mann erlebt haben, das ist, kann man fast nicht beschreiben. Umso mehr bin ich dankbar, dass du da bist und offen willst darüber reden, über eine Geschichte, die eigentlich recht früh angefangen hat, mit so Einschränkungen und vor allem im gesundheitlichen Bereich, wo du 5 gewesen bist, Nierenkrebs. Mhm. Als Kind eine Nierenentfernung. Wie weit hat das deine Kindheit beeinträchtigt? Ja, ich wollte immer gerne reiten. Und es hat zum Beispiel geheißen, aber du darfst nicht reiten. Oder immer sehr vorsichtig sein, du darfst nicht kalt haben. Genau, die Eltern waren sehr vorsichtig, um mich zu schützen vor neuen Krankheiten. Und das Immunsystem war auch sicher auch eingeschränkt. Oder Sonnenallergie hatte ich. Viele mussten sich schützen vor Sonne. Aber soweit eigentlich als Kind auch, hast du das vielleicht gar nicht so schlecht weggesteckt? Oder täuscht das? Nein, ich glaube, ich sage immer, ich hatte irgendwie eine Naivität, die mich, glaube ich, geschützt hat. Ich hatte das Gefühl, ich habe nicht gemerkt, dass es etwas Besonderes ist. Ich habe gedacht, das erlebt jeder ein bisschen so denkt. Ja, und ja, ich würde sagen, die Eltern haben mich gut umsorgt und geschaut, dass mir nichts fehlt. Und die Geschichte hat aber dann auch noch andere Nebenaspekte gehabt und Auswirkungen schlussendlich, wo man dann auch noch drüber redet. Ja. Dann ist dein Leben ja so weitergegangen, könnte man sagen, über all die Jahre. Bist einigermaßen in Anführungszeichen normal, was das immer heisst, gell, aufgewachsen. Ja. Und dann aber etwas Zentrales ist der Autounfall mit 18, wo dein 12-jähriger Bruder ums Leben gekommen ist. Ja, genau. Was ist dort passiert? Ja, es war ein Samstagnachmittag. Wir wollten eine Kollegin besuchen im Spital. Und wir sind dort gefahren. Und, ich war noch jung. Und das Auto vor mir hat mir zu wenig schnell beschleunigt, als wir zum Dorf kamen. Und dann hatte ich das Gefühl, ich müsste es überholen. Ich habe das auch gemacht, hatte es überholt, mal noch für abgeschlossen. Und dann hat mein Auto... Also wir sind schon ins Dorf hineingefahren, ich hatte schon Abbremsen gehabt, und ich bin schon bei 50 reingekommen. Und dann hat mein Auto so wie einen Flug genommen gegen rechts. Das klingt ein bisschen komisch, aber es hat es eben schon im Vorfeld hat es schon öfters gemacht, auch auf der Autobahn. Und ich habe am Freitag, bevor das der Unfall war, hat mein Chef noch das Auto kontrolliert und hat gesagt, es sei alles in Ordnung mit dem Auto. Und ja, dann bin ich eben, das Gefühl gehabt, wir fahren ins Gras und habe probiert, das zu verhindern. Ich habe dann zu fest versteuert und bin auf der Gegenfahrseite fast ins Gras gefahren. So ist das hin und her gegangen. Mein Bruder schreit noch, Caro, was machst du? Pass auf! Und dann hat es geknallt. Ja. Und dann kann ich mich erst wieder erinnern, wo so ein Mann mit grossen braunen Augen und einem roten Schnurrbart sagt, könnt ihr euch euren Gurt lösen? Und ich sage dem, was ist das für eine blöde Frage? Den Gurt lösen. Jedes Kind kann doch den Gurt lösen. Du musst ja nur den roten Knopf drücken. Und dann wollte ich den roten Knopf drücken, aber mein Auto ist auf der Seite gelegen, bin ich auf dem Knopf gehockt.
und bin mit der Hand nicht hergekommen. Und dann wollte ich runterschauen. Und als ich runterschaue, sehe ich meinen Bruder, wie er den Kopf vorne bei seinen Füßen hat und zu der Nase und zu den Ohren ausblutet. Und dann habe ich wieder Filmriss. Wenn ich mich wieder erinnere, dass eine Krankenschwester mit mir geredet hat. Und plötzlich habe ich gesagt, oh, der Dani war doch bei mir. Und dann habe ich nach ihm gefragt und er hat ihm versichert, dass die Leute sich gut um ihn kümmern und sie alles machen, was es braucht. Und dann bin ich dann sind wir dann ins Spital gefahren worden. Und dann dort im Spital ist dann mein Vater zu mir gekommen und hat mir dann gesagt, ja, egal was ich dir jetzt sage, wir werden dich immer gerne haben, aber der Dani hat den Unfall nicht überlebt. Hat er so formuliert? Ja. Dein Vater ist eigentlich noch, gibt dir noch irgendwie eine Möglichkeit, aufgefangen zu werden, aber es ist gleich eine Schocknachricht. Ich muss vielleicht so sagen, ich habe im Spital am nächsten Tag, also der Unfall war am Samstag, am Sonntag, habe ich dann einfach gesagt, ich würde gerne meine Brüder schauen. Und habe dann mit ihm gebettet. Ich habe nicht zu ihm dürfen, ich bin auch eine Glasscheibe. Und habe dort recht halt so mit Gott gehadert. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass du jetzt einen 12-jährigen Bub aus dem Leben reissest. Und ich damit muss miterleben. Es wäre gescheiter gewesen, er hätte mein Leben genommen. Und irgendwann ist in dieser Diskussion drin, habe ich den Frieden bekommen. Einfach, dass der Dani jetzt bei meinem Vater daheim, also im Himmel ist, und dass er daheim ist, dass er an einem guten Ort ist. Und gleich musste ich mit dieser Spannung leben, dass ich sein Leben zu verantworten habe. Schuldgefühl? Ja. Ist das, sind Sie ein Thema gewesen, immer wieder? Ja, das ist immer wieder, also über Jahre. Ja, zwischen Ihnen müssen wir auch in dieser Sendung, denke ich, auch Momente haben, wo wir ein bisschen durchschnaufen können. Ja. Weil du hast einiges erlebt und dein Mann aber auch. Und es hat aber auch Momente natürlich, wo die Sonne wieder scheint zwischendurch, wo das Licht da ist. So einen Moment hast du gehabt, unter anderem, wo du 24 warst. Hast du nämlich den anderen kennengelernt, und zwar an einer Hochzeit. Mhm. Ihn wollen wir jetzt natürlich herzlich willkommen heißen. Hallo. Du hast jetzt aufmerksam zugelassen, gell? Was bis jetzt so alles erzählt worden ist. Und wir gehen jetzt zurück in der Erinnerung an das Hochzeit von deinem Bruder, gell? Ja. Was ist da so Verrücktes passiert? Ja, das ist so gewesen, dass, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, ja, ihr älterer Bruder von meiner Zeit aus Afrika kennt, ja. 3 Jahre in Burkina Faso gearbeitet und da kann ich ihn kennen. Und er hat mir einmal gefragt, ob er heiraten wollte. Ja, ob ich im Kirchenchörchen mithelfen singen. Und das 2 Tage vor der Hochzeit. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann die Lieder nicht, du, meine Stimme ist nicht so super. Dann hat er gesagt, ja, eigentlich läutet er nicht wegen dem, aber er hat noch keinen Brautführer. Okay, das ist ja. Und er hat natürlich nicht können Nein sagen, oder? Und ja, dann ist das Hochzeit gekommen. Und dort habe ich Caroline zum ersten Mal gesehen. Und gerade vom ersten Augenblick habe ich gedacht, wow, mal, das ist eine Flotte. Und witzig war noch, eben an dieser Hochzeit ist kurz vor der Trauung der Ehering verloren gegangen. Und ja, es ist natürlich Panik pur, wenn der plötzlich fällt. Und ich habe gesagt, komm ruhig, jetzt beten wir einfach, dass wir den finden. Und sie tut, glaube ich, irgendwie während dem Gebet die Augen auf und sieht unter einem kleinen Bänkchen etwas glänzen. Und das war der Hering. Ja, das wäre eine Geschichte. Und mir hat sie einfach gesagt, dass die Ruhe, die ich dort ausgestrahlt habe, die habe ich von Anfang an gut da. Und dann musste ich natürlich in die Kirche laufen. Und wir haben nicht gewusst, wie. Wir haben ihn auch gerade frisch kennt. Und das war noch so lustig, was sie immer gemacht haben, Hand in Hand als Brautführer. Sind wir dort gelaufen. Hat es bei dir auch schon gefunkt? Oder war das eine einseitige Sache am Anfang? Nein, also schon, als ich ihn gesehen habe, so einen grossen, blauäugigen Mann.
und die Umgebung anlehnen könntest. Okay. Ja, das hat mich schon sehr imponiert. Und eben die Ruhe, die er hatte in dieser Stresssituation mit dem Ehering, das war ja der Wahnsinn. Und er sagte, um mich zu beten. Und die Ruhe ist ja eine gute Eigenschaft. Ich spüre auch das Vertrauen, das ihr habt, die Selbstverständlichkeit, wie ihr zum Beispiel über euren Glauben redet. Und das ist aber doch in den folgenden Jahren doch auch mal ein bisschen erschüttert worden. Kinder sind ja sicher ein Thema gewesen, irgendwann, aber, und jetzt kommt das Aber, gell, bei dir, da ist noch ein Problem drin gesteckt in dieser ganzen Frage. Ja, genau. Ich bin zeitlang hatte ich viel so Eileiterentzündungen gehabt. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich immer so viel Medimuschel hatte. Ich habe mal den Arzt gewechselt und der neue Arzt hat mich von vorne alles untersucht und hat festgestellt, dass meine Gebärmutter gar nicht aussieht wie eine normale Gebärmutter, sondern die wie ein verbranntes Erbschen dort ist. Und dann hat er gesagt, er müsse mir sagen, ich werde keine Kinder haben können. Was war der Grund, dass die Gebärmutter so... Weiss man das? Also, als ich gesagt habe, ich sei bestrahlt worden mit dem Krebs als Kind, hat er gesagt, aha, es könnte von dem sein. Mhm. Aber ganz genau erwiesen ist es nicht. Es ist natürlich auch die Welt zusammengebrochen, dass ich dort keine Kinder mehr dürfte haben. Aber du bist jemand, der gleich dann nicht einfach resigniert hat und denkt, ja, jetzt ist das halt der Traum, ist so nicht möglich, sondern du hast, glaube ich, irgendeinen Kinderwagen gekauft. Ein Bollerwagen. Irgendwo in einem gewissen Vertrauen, dass es gleich vielleicht einmal so weit könnte sein. Ja, einfach gesagt, Gott, das kann nicht sein. Jetzt habe ich schon so viel erlebt in meinem Leben. Und dieser Traum, so wie ich leben durfte. Und ich werde ein Kind haben, wenn wir eins adoptieren und habe dann einfach Kinderkleidchen und Bollerwagen und Bögis und Zeug eingekauft. Ja, und gesagt, irgendwann werde ich das können brauchen. Also das habe ich noch gemacht, bevor ich den anderen gelernt habe. Mittlerweile sind es 3 Töchter geworden. Ja. Und das erste Kind hat noch einen glanzvollen Namen, oder? Joy. Das ist mehr als symbolisch, oder? Ja, natürlich. Als Schwangerschaftstest war ja 3-mal negativ daheim. Und ja, wir haben gesagt, was der Schwangerschaftstest anzeigt, ich weiss, dass ich schwanger bin. Und ja, dann bin ich heimgekommen. Und es hat mich natürlich fast verklebt vor Freude. Und darum ist wirklich eben Joy auf die Welt gekommen. Ja. Nach menschlichem Ermessen, die Gebärmutter, die verbrannt ist, wie erklärst du dir, dass es gleich Kind gegeben hat? Das war ja so. Der andere und ich haben an einem christlichen Anlass teilgenommen. Und da ist jemand aufgestanden und hat gesagt, sie haben auf dem Herz für kinderlose Ehepaar zu beten. Und wie er das gesagt hat, hat mein Herz anfangen klopfen, wie verrückt, und hat gewusst, es ist für mich. Und dann hat er gesagt, wir müssen aufstehen. Und dann hat er gesagt, ja, nicht vor all diesen Leuten, wir können selber beten. Aber dann habe ich meinen Kopf durchgestellt und bin einfach aufgestanden, weil ich wusste, jetzt ist der Moment. Und dann ist eine Frau zu uns beten. Und wir sind dann heimgegangen, sind zusammen und bin schwanger geworden. Gott hat mir dort wirklich eine neue Gebärmutter geschenkt, ja. André, bei dir hat dann auch irgendwann eine Leidenszeit angefangen, die wirklich heavy ist, wo man auch eine ganze Sendung könnte damit füllen könnte. Und zwar ist es zuerst einmal um einen Magenbypass gegangen. Du warst dort sehr übergewichtig. Mhm. Und hat man dir dazu geraten oder war es dein Wunsch gewesen? Ja, beides ein bisschen. Also, der Arzt hat schon gesagt, ich sollte etwas machen, aber irgendwann habe ich gesehen, es gibt einfach keinen anderen Weg mehr. Also, wenn ich die Verantwortung für meine Familie weiternehme und nicht irgendwann ja, die Probleme, die man mit Übergewicht hat, halt dort, mit dem Herz und alles, dann muss ich etwas unternehmen. Und ich habe mich dann entschieden, eben den Bypass zu machen. Bei mir ist zum Glück alles gut gegangen. Allerdings ist dann ein halbes Jahr später, habe ich zuerst mal ein Raclette gegessen, wo ich gewusst hatte, die Schmerzen, die entstanden sind, ist jetzt das wegen dem Raclette. Und dann ist auf jeden Fall die Woche weitergegangen, es ist Mittwoch geworden und
es ist mir dann schon überhaupt nicht gut gegangen. Ich hatte das Gefühl, ja, irgendwie Magen-Darm oder so irgendwie etwas. Und am Samstag hatte ich dann auch noch Fieber, aber ich konnte mich gerade stehen. Ich hatte Schmerzen wie verrückt. Und am Abend haben wir uns entschieden, ins Spital zu gehen. Und dort hat sich dann herausgestellt, dass ich einen Platz der Blinddarm habe. Was auch noch eben geblieben ist, man kommt dort in die Notfallweiche. Sie nehmen Blut für die Werte. Und die Werte, die da gemacht worden sind, hat irgendwann die Krankenschwester gesagt, ja, sie müssen ein grosses Labor haben. Das ging schon nicht mehr. Und irgendwo hat das dann gestoppt bei einem Wert, wo man normalerweise nicht mehr lebt. Eben, ich wollte sagen, es gibt ja nicht wenige, die so etwas nicht überleben. Oder? Mhm. Jetzt ist das einige Tage her, glaube fast eine Woche, oder? Ja. Platz der Blinddarm, das ist wirklich heftig, oder? Vielen solchen Entzündungswert. Und dann haben wir natürlich so schnell wie möglich müssen ja, eingreifen. Ja, mitten in der Nacht die ganze Crew aufgeboten worden. Der wusste, es gibt eine Operation. Und der Arzt, der mich dann operiert hat, und hat gesagt, er hat in seinen 25 Jahren Erfahrung noch nie so etwas gesehen. Also, mein ganzer Bauchraum war kontaminiert und sie mussten putzen und machen. Am nächsten Tag nach der Operation ist es mir relativ gut gegangen. Dann war es aber so ein Auf und Ab während 10 Tagen, wo man nicht gewusst hat, welche Richtung es geht. Und nach 10 Tagen hat man entschieden, dass man nochmal operieren muss. Und die Information, die der Arzt mir dann gesagt hat, ist wie zwei Blatt Papier, die zusammengeklebt sind. Wenn man die voneinander nehmen muss, geht es auch nicht ohne Schaden. Und das ist das, was mir wartet. Und dann bin ich eben operiert worden. Und das, was ich dann erlebt habe, das ist auch eines der schlimmsten Erlebnis gesehen, das ich gemacht habe. Also, das sind ungeheure Schmerzen. Kannst du das beschreiben mit einem Bild, das wir kennen? Oder ist ja, das... also, wenn sich jemand mal mit einem Hammer voll auf den Finger holt, oder ich sage, ich musste mal die grosse Zehennagel abnehmen, das ist sehr schmerzhaft. Und ich sage, da würde ich 10 Mal herhalten, noch mehr. Das ist nicht vergleichbar mit den Schmerzen, die ich im Bauch hatte. Das ist, seither weiss ich auch, was ein Trauma ist. Also ich konnte lange nicht darüber reden, ohne dass man gerade die Sprache verschlagen hat. Ich hatte dort einen Moment, wo ich gesagt habe, mir ist gleich, welcher Weg das geht. Ob ich jetzt überlebe oder nicht, Hauptsache es ist vorbei. Einfach, mich kann nicht mehr, oder? Wie weit, Caro, wie weit bist du informiert, wie es ihm geht? Ja, also, als ich die zweite OP gemacht habe, haben sie schon gesagt, es ist 50-50, dass er das überlebt. Aber es ist notwendig, ohne überlebt er es gar nicht. Ja, der Schnuff schon zuerst mal eben tief ein. Es war eine Woche nachher in diesem Aufwachraum. Und dann am Samstag ins Zimmer kam, hat man gedacht, ja, jetzt kommt er aus dem Aufwachraum ins Zimmer, jetzt geht es ihm viel besser. Ja, als ich dann am Sonntag ins Spital bin, haben sie dann gesagt, jetzt kann ich nur noch die Natur retten oder das Wunder retten. Er hatte noch einen Schlitz im Darm. Und das kann man nicht mehr operieren. Und dann haben wir dann wirklich nicht gewusst, ob er jetzt noch bei uns bleibt oder nicht. Also, sie haben ja sogar die Beerdigung schon geplant. Ich habe Fotos rausgesucht und Adresslisten gemacht, dass wenn ich im Fall, wenn er jetzt sterben würde, wenn ich nicht mehr funktionieren kann, die Sachen parat habe. Was hat dir geholfen dort in dieser Situation? Es ist ja zum Teil noch schwieriger von ganz aussen, oder? Ja, also was mir wirklich... Also, ich bin aufs Feld raus und habe mit Gott geredet, also nicht die schönen Worte, einfach gebetet und einfach zu ihm geschrieben und gesagt, kannst du mir jetzt doch nicht meinen Mann nehmen? Und da ist wirklich das Gefühl, ein Familienvater, wie seine drei Kinder, ja, wie willst du das allein überstehen? Und dann, als ich heimkam, vom einen Gartenzaun zum anderen Gartenzaun, hatte es einen Regenbogen gehabt und
ein Kutz ist auf dem Gartenzaun gehockt. Und der Kutz hat mich so angeschaut. Und es ist einfach, für mich hat das geheissen, wie Gott mir würde sagen, Garo, ich sehe dich. Und der Regenbogen, dass einfach alles gut kommt. Nach dem allem, was ihr erlebt habt bis daher, oder, kommt jetzt noch mal bei dir ganz heftige Phasen ab 2010. 3 Rückenoperationen. Warum war das nötig? Es war so, als ich als Kind Krebs hatte, hat man die Nieren entfernt, aber musste auch noch Bestrahlung machen. Und durch die Bestrahlung ist das Gewebe verbrannt. Und ich war dann 5-jährig, bin dann noch ein paar Jahre gewachsen. Und somit hat das verbrannte Gewebe nicht wachsen. Und so hat sich meine Wirbelsäule um das verbrannte Gewebe gewunden. Irgendwie. Und im 2010 hat man gemerkt, dass der Rücken so krumm war, dass ein Wirbel gebrochen war. Aber dann hat man im 2010 die 2 Wirbel fixiert. Und dazu sind noch ganz andere Nebengeschichten, oder? Erzähl mal. Ja, also nach der 2. Rückenoperation, als man die Wirbelsäule aufgerichtet hat, habe ich zum Teil jetzt eben hier nicht mehr so viel Gefühl. Und ich habe mich sehr schnell erholt. Das war alles erstaunt, die ersten Tage. Und nach 8 Wochen hatte ich zunehmend Mühe mit dem Umlaufen und mit der Atmung. Und dann hatte ich vom Bett in die Küche, so etwa 3 Meter. Ich habe praktisch keine Luft bekommen. Ich fand, jetzt kann ich nicht mehr. Habe ich ihm angerufen und gesagt, lass, du musst heimkommen, musst mit ins Spital fahren. Irgendetwas stimmt nicht. Als wir dann ins Spital kamen, hat es schon geheißen, behandelt die Frau wie ein rohes Ei. Und dann nach dem CT war es klar. Was haben sie gesagt? Also, es ist eine Lungenembolie und es ist fast ganz zu. Wir müssen euch notoperieren. Kannst du mal vielleicht ganz kurz sagen, was eine Lungenembolie ist? Eine Lungenembolie ist, wenn Thrombus, also das sind Blutgerinnsel, ja. Der Weg vom Herz in die Lunge, das sind relativ grössere Röhrchen, glaube ich. Das war praktisch komplett verstopft von diesen Tromben. Also, mein Blut konnte nicht mehr mit Sauerstoff bereichert werden. Und weil es schon so lange war, ist meine rechte Herzhälfte ist extrem vergrössert, dass es jeden Moment verplatzen konnte. Und ich habe dem anderen angerufen und habe mir gesagt, ich gehe jetzt die Herzoperation. Jetzt haben wir vorher gehört, wie du reagiert hast, wo es ihm so schlecht gegangen ist. Umgekehrt würde es mich natürlich jetzt schon interessieren, wie es dir dort gegangen ist, wo du all das gehört hast. Ja, also ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, eben, wo das Telefon kam, dass ich jetzt unterwegs war auf Bern. Und ich war dann auf der Arbeit und das ist ja, für mich auch eine Welt zusammengebrochen. Ich wusste, es kann sein, dass ich Caro nie mehr sehe. Und ja, das ist mir sehr nachgegangen. Ich habe dann auch gewusst, ich muss funktionieren, zu den Kindern schauen. Das ist bis spät in oben reingegangen, bis ich endlich, oder sogar im Morgen, ich weiss es nicht mehr, wo die Ärztin dann angerufen hat und gesagt hat, die Operation sei erfolgreich gewesen, oder? Ja. Wenn du das so erzählst, spürt man das Drama und gleichzeitig fragt man sich, hast du nie, ist nie alles eingebrochen in deinem Leben dort in dieser Zeit, dass du gesagt hast, ich will eigentlich gar nicht mehr da sein? Es wird mir zu viel. Also, so Situationen gibt es schon immer wieder. Aber, also ja, das, einfach eben, wie man manchmal nicht mehr magst kämpfen oder immer magst wieder aufstehen. Aber ich glaube einfach, dass ich immer wieder Kraft überkomme, für das zu machen, ja. Wie geht es euch heute? Jetzt haben wir ein paar Sachen gehört, die heftig sind. Ja, also, uns geht es recht gut. Also wir haben schon immer noch gesundheitliche Probleme. Die sind nicht weg. Aber wir können im Alltag teilnehmen und sind überall eingebunden, wo wir wollen. Und wir haben schon das Leben ein bisschen anpassen müssen. Also es ist nicht mehr alles gegangen, was wir bislang gemacht haben. Oder auch die Aktivitäten und so. Aber, Was war das Schwierigste, um darauf verzichten oder einschränken müssen? Ja, also ich habe leidenschaftlich gerne Skifahren, aber das Skifahren geht nicht mehr. Und
aber so Aktivitäten mit der Familie, das war eine meiner Lieblingsaktivitäten, von der haben wir verabschieden müssen. Und sonst ist echt die Haltung ändert. Wir sind dankbar für alles, was wir noch können und wollen an dem Freude haben. Das gibt mehr Kraft, als zu überlegen, was man nicht mehr kann. Wenn man uns so zulässt, mir kommt sehr schnell das Wort Resilienz in den Sinn, wo man sagt, die Menschen haben Resilienzfähigkeit. Sie können aufstehen aus schwierigen Situationen, können sich wieder anpassen. Das würde ich schon sagen, trifft auf euch auch zu, oder? Ist das auch in der Paarbeziehung ein wichtiger oder ist überhaupt das Eheleben auch eine wichtige Ressource in dieser Beziehung? Unbedingt. Also, ja. Wir geben an Kraft, auf jeden Fall. Wir haben so gut zusammen. Mhm. Ja, aber ich Freude aneinander, Freude an den Kindern. Aber einfach für mich ist halt wirklich auch das Essentielle, ist wirklich halt, dass Gott auch so treu ist. Und wir einfach auch immer wieder dürfen sehen, wo er eingreift, wo er uns Kraft und Freude gibt oder Leute auf den Weg schickt, die ihm etwas zu lieb tun. Das ist halt wirklich... Das haben, wir auch dürfen erleben, dass einfach unser Umfeld wirklich sich eingesetzt hat. Nachbarn, die uns geholfen haben, in der Firma, wo auch Verständnis ist gezeigt wurde. Aber auch in unserer Kirche haben uns die Leute geholfen, wie es gegangen ist. Also die haben geholfen waschen, sie haben geholfen kochen, sie sind putzen, sie haben Fahrdienste gemacht. Das war unglaublich. Also, wirklich super Hilfe bekommen von überall her. Das würde mich jetzt gleich noch interessieren. Euer Glaube ist jetzt so wahnsinnig selbstverständlich dorthergekommen. Das ist von eurem Leben gar nicht zu trennen in dieser Natürlichkeit. Ist denn nie so richtig ganz erschüttert worden oder vielleicht einmal eine Zeit lang weg gewesen? Also das war in meiner Jugendzeit, aber das ist, also, wo ich das Gefühl hatte, der Glaube schränkt dem extrem ein und ich will mehr Freiheit haben. Ich war aber dann froh, dass ich rechtzeitig wieder in eine lebendige Beziehung hineinwachsen konnte. Sonst hätte ich das mit dem Unfall hätte ich gar nicht überstanden ohne Glauben. Ohne die Beziehung zu Gott, ja, wäre mein Leben... Ich weiß nicht, ob ich noch leben würde, wenn ich das nicht hätte. Also das ist wirklich einfach das Tragendste und das Wichtigste für mich. Und einfach halt hier vielfach sehe ich nachher, was er alles gemacht hat beim Zurückschauen. Manchmal sehe ich es nicht gerade im Moment. Aber das ist einfach das, was mich durch alles das durchdreht. Oder uns. Ich bin beeindruckt von euch. Einfach, dass ihr da seid. Und ihr seid nicht einfach da, sondern ihr habt Ausstrahlung und Kraft und wirkt auf mich nicht unglücklich. Ja, also... Dass ihr die Geschichte überhaupt erzählt habt. Und ganz herzlichen Dank. Alles Gute Merci. Weiter. Danke für die Einladung. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns schreiben. ERF Medien, Fenster zum Sonntag, 8330 in Pfäffiken. Oder ein E-Mail an tv@erf.ch. Merci fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde präsentiert von iDynamics, der innovative Softwarepartner für Unternehmen in der Bau- und Gemüsebranche.